Ah, scheiß drauf, was soll's. Toad ist tot. Oh. Ah, ich bin nicht so ein Stealth-Mensch, ja, ich muss das nie haben. Irgendwo hier oben ist noch einer. Wo wollen die alle hin? Ja, warte doch mal ab, ich muss erstmal hier ein bisschen kämpfen. Da oben auch noch einer? Nee. Ah, oh, nicht schon wieder Granaten. Wie viel kommen jetzt hier? Ah. Oh. Lass mal ein bisschen vorgehen hier. Gehen wir hier hoch. Und das Ganze mal von hier oben wiederholen. Oh, Claymore ist cool. Bringt uns leider nicht viel auf dem. Tod. Toll, es hat jetzt gar nichts gebracht hier, oder? Nein. Oh, hier unten war einer. Ah, ist schon tot. Naja. Ah, Ölplattform. Eigentlich müsste es noch eine Multiplayer-Map von der Plattform geben. Das wäre cool. Ich habe eine F2000. Schrotflinte wahrscheinlich ist das. Ah, Brand. Wir machen das mal ein bisschen anders hier. Irgendwo jemand hier? Na los, Leute. YouTube! Haben wir denn hier eine Tabualvisier-Einrichtung? Hm, wir nehmen mal die. Irgendwo ist ein Verrückter hier. Oh yeah! Verdammt! Das ist eindeutig zu viel los. Verdammt. Ich glaube, die Stelle ist nicht ganz einfach. Jetzt bin ich hier schon wieder tot. Also momentan bin ich richtig angepisst hier. Ich bin richtig angepisst gerade. Glaubt mir. Was ist das für ein Arschloch hier? Gut. Endlich mal einer tot hier. Schon mal gemerkt, dass ich vielleicht auf den Gegner schieße und nicht auf dich. Ich glaube, das bringt gar nichts, wenn ich hier stehe und warte. Oh mein Gott. Die Schrotflintentypen sind am gefährlichsten. Okay, Spiel gespeichert. Warum auch immer. Ich glaube. Ja, super, super. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ah, hin! Oh, ich bin hier gerade so angepisst, klappt's mir gar nicht. Sag mal, was machen meine Teamkollegen? Pandy hier? Wie kann man nur so aggressiver, dummer Mistrose sein? Nichts gegen Russische oder so, aber diese Leute pissen mich einfach gerade richtig an. Ja.
Wo ist ihr Ziel auf 12 Uhr? Okay, hier kommt irgendwo so ein Verrückter. Dieser Rauch muss doch immer zu Ende sein. Wer schießt hier, verdammt? Oh, okay. Oh. Eins weiß ich, diese Mission ist so ziemlich der letzte Track. Das kann ich euch jetzt schon. Wo kommt. Oh, verdammt. Oh, ich hasse es. Aber es scheint vorbei zu sein, die schwierigste Stelle. Obwohl dort oben immer noch Arschlöcher stehen, die nicht tot gehen wollen, aus was für Gründen auch immer. What? Es nervt langsam. Wo kommen die Arschlöcher ständig her? Sag mal, kriege ich denn nicht mal Rückendeckung, ey? So, vielleicht kann ich ja jetzt vorstoßen. Ja. Das wäre echt gut. Wow. Alle Teams Feuer erstellen. Wir wissen nicht, was hinter den Türen wartet. Sprengladung an den Türrahmen. Die greifen von beiden Seiten an. Oh. Sicher. Okay, das hat geklappt. Wow, hier ist überall Sprengstoff. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Wow. Gute Arbeit, Hotel 6. Marines werden abgesetzt und übernehmen die Raketenstellungen. Also jetzt pisst mich gerade ganz schön an hier diese. Also ich habe diese Rauchwolken-Mission circa 20 Minuten gebraucht jetzt. Bin bestimmt 10, 15 Mal gestorben jetzt. Ich werde auf jeden Fall was rausschneiden hier. Und ja, Arschlecken, glaubt mir. Die eine Stelle, die Bohrinsel, schöne Mission, recht sagen, gefällt mir. Aber. Hier unten kommt schon wieder Russen. Naja, wie auch immer. Eigentlich eine ziemlich coole Mission, aber diese Mission mit diesen Rauchbomben da, die war richtig böse, zumindest die Stelle. Ja. Kleine Vorschau aufs nächste Level. Das werde ich jetzt immer so machen. Ja, wird wieder jede Menge Material sein. Obwohl die Mission wahrscheinlich bloß 10-15 Minuten lang sein wird, schätze ich mal. Das Video, keine Ahnung. Die 6. Flotte räumt auf. Zeit einzuschrecken. So, lange Geschichte dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker. Sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Lassen wir ihn frei. Muss man nicht immer verstehen. Gleich geht's weiter.